Hallo, meine Lieben in Deutschland. So, wie ihr seht, habe ich noch kein Make-up aufgetragen und ich möchte jetzt meine Haut pflegen. Ich habe jetzt eine schöne Detox-Maske gemacht. Meine Haut ist rein, meine Haut fühlt sich sehr sanft und weich an und ich zeige euch jetzt, wie es weitergeht, was meine tägliche Pflegeroutine ist. Das Pflegen der Haut ist sehr, sehr wichtig, für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Weil ich möchte, dass meine Haut rein bleibt, ich möchte, dass sie jung bleibt und dass sie frisch aussieht. So, ich habe jetzt nichts auf der Haut drauf. Ich habe die jetzt abgewaschen mit unserer Reinigungslotion. Wir haben zwei verschiedene, einmal für trockene Haut und einmal für ölige Haut. Und für zum Beispiel ölige Haut, wenn ihr mit Pickeln oder mit Unreinheiten zu tun habt, ist die sehr, sehr gut. Wenn ihr die jeden Tag zweimal anwendet, morgens und abends, ich kriege da auch toll Make-up mit runtergewaschen, dann seht ihr da auch einen ganz extremen Unterschied auch schon in eurem Hautbild. Die Feuchtigkeitsspendende ist wunderbar für Haut, gerade besondere trockene Haut, durch die Heizungsluft oder Wetterverhältnisse, wenn ihr euch gewaschen habt. Und ihr habt dann einfach dieses spannende Gefühl. Und diese schöne feuchtigkeitsspendende Lotion hilft euch, die Haut optimal zu reinigen und zu beseitigen von Dreck und Schmutz und Make-up natürlich und gleichzeitig aber nicht die Poren zu verstopfen und Feuchtigkeit zu spenden. So, das ist meine Wunderwaffe gegen große Poren. Besonders hier in dem Bereich haben Frauen oft Poren oder Mitesser hier auf der Nase. Oft erlebe ich es auch, oder bei mir selber ist es auch so, wenn einmal im Monat, wenn ich meine Periode habe, kriege ich um den Mund so ein paar Pickelchen. Damit ist hier Abhilfe geschaffen. Also das ist das Rosenwasser. Das sprühe ich so drei Sprüher, sprühe ich das an und merke sofort, wie das in meine Haut einzieht. Ihr könnt es auch nochmal so patten. Das ist wie ein Toner, habt ihr da schon von gehört? Wie ein Gesichtswasser quasi. Sind Rosenextrakte, die da drin sind. Das hat sehr, sehr viele Effekte, wie zum Beispiel, das schließt eure Poren. Wenn ihr große Poren habt, werden die dadurch geschlossen. Und außerdem, wenn ihr euer Gesicht wascht mit normalem Wasser, mit no ganz normalem Wasser und euch dann abtrocknet und euer Gesicht nicht mit einem Toner hinterher tont, mit einem Gesichtswasser nochmal abreinigt, habt ihr durch das talghaltige Wasser verstopft ihr die Poren. Und das wollen wir ja nicht. Und das wird hiermit verhindert. Also ich habe wirklich da auch ganz tolle Ergebnisse, nicht nur von mir selber, sondern auch von Kolleginnen und Kundinnen, die das Rosenwasser verwenden. Die Haut sieht frischer aus und reiner, weil die Poren einfach nicht mehr verstopfen können. Außerdem hilft es auch, zum Beispiel, ich habe eine in der Sporttasche nach dem Sport. Ich kriege dann immer so einen roten Kopf, sprüht es auf oder im Sommer, wenn es heiß ist, ihr könnt das als Setting Spray nehmen für euer Make-up und einfach während dem Tag nochmal drüber sprühen. Es spendet Feuchtigkeit, es duftet leicht nach Rosenwiese und es ist ganz besonders auch geeignet für sensible Haut. Also wenn ihr trockene und sensible Haut habt, ist es ganz toll geeignet, weil es einfach Feuchtigkeit spendet und weil es erfrischt. Und es ist toll geeignet für pickelige Haut oder für unreine Haut oder fettige Haut, weil es antibakteriell wirkt. Das heißt, Pickel können gar nicht erst entstehen und Pickel klingen schneller ab. Also das hier, Wunderwaffe. Nach diesem Rosenwasser trage ich eine Feuchtigkeitscreme auf. Und da könnt ihr auch entscheiden, wir haben drei verschiedene. Einmal haben wir eine für sehr trockene Haut, dann haben wir eine für fettige Haut und wir haben eine für sensible oder normale Haut. Diese beiden hier sind mit Lichtschutzfaktor 20, das sind meine persönlichen Favoriten. Ich nehme die feuchtigkeitsspendende und trage die auf. So viel reicht und ich pette die nur so in die Haut ein. Da ist Baobaböl drin, da ist Weizenkeimöl drin. Das heißt, es hilft eurer Haut, mit Vitaminen aufzubessern. Die Haut kann atmen, Poren werden nicht verstopft und ihr kriegt Feuchtigkeit in die Haut und die Inhaltsstoffe bleiben in der Haut und nicht nur auf der Oberfläche. So, dann pflege ich meine Augenpartie. Entweder beziehungsweise oder mit dem Beauty Serum. Das ist ein ölhaltiges Lifting Serum, was hilft, kleine Fältchen zu mindern. Wenn ihr sehr trockene Haut habt, könnt ihr das rund ums Auge auftragen. Das ist hochkonzentrierte Vitamine und Antioxidants. Ein kleiner Mini-Tropfen reicht da vollkommen auf die kleine Augenpartie.
und ein Tropfen auf die andere Seite und ihr tappt es einfach nur ein. Ihr werdet sehen, dass ihr da ganz tolle Ergebnisse mit erzielt. So, dann haben wir ein sofortiges Lifting Serum. Das ist für diejenigen, die ein bisschen ältere Haut haben oder die sagen, ich habe so kleine Fältchen und Laien oder ich habe Augenringe hier, so wie ich das auch habe. Ich habe Augenringe. Die könnt ihr damit bekämpfen. Das heißt, ihr nehmt einen kleinen minimalen minimales, wie sagt man, für unter die Augen, tragt es auf und tappt das hier so ein und innerhalb von 2 Stunden, bei mir wirkt das innerhalb von 10 bis 20 Minuten, liftet das diese Augenpartie. Da könnt ihr quasi zuschauen, noch ein bisschen drauf. Ihr könnt das außerdem hier auf die Falte drauf machen oder auf kleine Augenfältchen, die ihr habt. Oder wie gesagt, bei Augenringen auftragen und das wird dadurch geliftet. Da geht man sehr, sehr sparsam mit um. Hier hat man auch kleine Fältchen, da könnt ihr ein bisschen drauf machen. Ihr lasst das, wie gesagt, einwirken, vorher, bevor ihr euer Make-up auftragt, weil das einfach eine gewisse Zeit noch braucht, um zu wirken, natürlich. Und ja, so. Das wird nur morgens gemacht, also nicht abends. Das wird nur morgens aufgetragen, um Fältchen zu liften. Da ist, was ist da drin? Wir nennen das Botox in der Flasche. Da sind Cone Snails drin. Das heißt, das ist Schneckenschleim. Das hört sich jetzt eklig an. Aber das könnt ihr mal googeln. Schneckenschleim ist ganz bekannt dafür. Viele Prominente lassen sich das über die Haut, lassen sich diese Schnecken über die Haut laufen. Das müssen wir nicht. Dadurch mussten auch keine Schnecken sterben. Also das ist ein synthetisch hergestellter Schneckenschleim, der dieselbe Wirkung hat. Und was das Ganze bewirkt ist, dass die Muskeln, die ihr habt, diese Fältchenmuskeln oder auch die hier, dass die relaxed werden. Das heißt, da ist ein XEP-Stoff drin, der hilft, dass die Muskelgruppen, diese kleinen Muskelgruppen hier, wo die Fältchen durch entstehen, dass das relaxed wird, entspannt wird und diese Fältchen dann sichtbar verschwinden. Sofort. Also ein Sofort-Lifting-Serum. Ganz tolle Sache. So, Mädels, das ist meine Routine. Ich lasse das jetzt einwirken, bevor ich mein Make-up auftrage. Und ja, schaut mal auf dem Link hier unten, da könnt ihr gerne auf meiner Website mal ein bisschen stöbern, könnt ein bisschen schauen und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden.